Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Minecraft Hardcore Mode. Und ja, letzte Folge hatten wir damit aufgehört, oder haben wir gesagt, wir holen uns diese Folge das Eisen. Also würde ich sagen, worauf warten wir noch? Shader rausklatschen. Shaders, none. None. Ach, Entschuldigung, ich muss mal husten. Na, das war jetzt natürlich blöd. Jetzt sehe ich die... Ich glaube, das war da, meine ich. Ja, da ist es. Ich würde wahrscheinlich... Obwohl, nee. Wenn ich den Block abgebaut kriege, werde ich nicht kratzen. Und ich kriege ihn abgebaut. Ich sagte, ich kriege ihn abgebaut. So. Dann benutzen wir die alten Minecraft-Tricks, um hier ein bisschen mehr Luft zu kriegen. Und das Eisen ganz in Ruhe abbauen zu können. Das ist schon gut. Komm schon. So, das geht doch schon relativ schnell. Auch, also, unter Wasser ist natürlich immer langsamer, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal Eisen. Bisschen Eisen ist immer gut, kann man sich einiges draus craften. Dann kann man hier schon, können wir auch direkt wieder hochgehen, da ist noch Kohle. Aber Eisen sehe ich jetzt keines mehr. Aber da ist ja eine Höhle, da ist bestimmt welches drin. Dann mache ich jetzt hier wieder mal den Shader rein, das war ja nur, damit wir da unter Wasser können. So, und wegen den anderen Shadern, ich habe ja ein paar mehr drin, aber ich habe die alle mal ausprobiert. Die sind meistens blöd bis scheiße, weil einer ist zum Beispiel, da wird der ganze Bildschirm schwarz. Ich weiß nicht, ob das, also ich glaube nicht, dass es Absicht ist, aber es ist einfach, damit kann man nicht spielen. Und das ist eigentlich, ich finde ihn richtig geil, den Zeus Shader ist das, meine ich. Und ich finde, den finde ich echt, ja, der mundet mir. Den finde ich echt geil, so. Ich weiß nicht, wenn ich da reingehe, ist da bestimmt irgendwas. Aber ich kann ja vorsichtig mal irgendwie um die Ecke lunsen und schon mal ein paar Fackeln verteilen. Okay, ich höre Zombies. Ich sehe Kohle. Okay, Zombie. Skelett, das heißt, da unten geht's noch weiter. Okay, aber das Skelett sollte eigentlich hoffentlich mal kein Problem für mich darstellen. Hoffe ich. Aber Eisen sehe ich jetzt keins. Also, ich hoffe, ich irre mich, aber... Boah, ist das hell, wenn man hier rauskommt. Boah, das ist ja schon geil. Also, so, dass es so hell ist. Ganz kurz nochmal wegen den Erfolgen, Achievements. Also, den machen wir, die beiden machen wir jetzt momentan. Okay, wenn Pigs Fly ist kacke, aber müssen wir auch machen. Hot Topic, das habe ich gleich. Fisch, okay, ich bräuchte nur von Spinnen Strings. Ah, Mist, da muss ich erst kämpfen. Wow, Zombie. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe oben auf die Map geguckt und dann diesen Zombie-Kopf gesehen. Und dachte so, hey, der ist doch unter mir. Und dann habe ich mich übelst erschrocken gerade. Boah, hier habe ich auch mit der Maus hin und her geruckelt. Tut mir leid, aber ich habe mich wirklich extremst erschrocken. Nein, das hält nicht mehr. Ein Eimer Wasser. Und aus den zwei Eisen, die sparen wir mal erstmal und holen jetzt mal ein bisschen Wasser. Ich hätte das auch direkt daneben bauen können, aber ich finde es so besser. Und wenn es auch funktioniert, ist ja gut. Also Weizen brauchen wir auf jeden Fall nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere eben Kühe, damit wir so ein bisschen die Populationen steigern lassen können und allgemein ein bisschen vorankommen mit dem Züchten. Ja, dafür brauchen wir auf jeden Fall. Was ist das denn? Ich habe da hier gerade Wasser gesetzt. Hä? Okay. Hatte ich da überhaupt Wasser drin? Ich glaube nicht, oder? Doch, natürlich hatte ich da Wasser drin. So, jetzt habe ich definitiv Wasser drin, also. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg hier wieder hochschwimmen. Aber das ist ja mit diesem wasserfallähnlichen Fluss hier dann kein Problem. So, und zack. Zack, zack. So, und jetzt habe ich definitiv Wasser drin. Ja, geht doch. Erstmal hole ich jetzt kein neues Wasser, weil das auch schon langt oder reicht. Weil eine Quelle, das zählt ja auch, wenn das sich so bewegt. Dann können wir hier mal so ein bisschen
eigentlich geht das ja auch vier, ja, dann machen wir auch vier Blöcke. Wenn schon vier gehen, dann machen wir auch vier. So, und Akazien. Ah, das geile orangene Holz. Ja, das ist doch schon Deluxe. Ja, machen wir mal so. Das, ja. So, lassen wir das. Dann so, und hier kommt noch Wasser hin. Dann können wir hier schon mal hoch. So machen. Dann brauchen wir nur noch ein paar Seeds, obwohl einen haben wir ja noch. Tun wir den mal dahin. So. Ja. Was können wir machen? Achso, Eisen haben wir ja und dann Achievements. So. Ah, achso, Delicious Fish. Ich glaube, ich gehe mal vorsichtig nochmal da rein. In die, in diese Höhle da. Eisenschwert mache ich mir jetzt erstmal nicht. Sondern ich spare erstmal ein bisschen. Ich mache mir noch eine zweite Pickaxe. Obwohl, Eisenschwert ist doch schon relativ effektiv. Doch, komm. Man hat ja sonst nichts mit Eisen zu tun. Jetzt habe ich drei Schwerter und eins davon werde ich effektiv benutzen. Na super. Das können hier rein, das können hier rein, das kann hier rein. Ich wollte gerade sagen, falls ich sterbe, sichere ich das schon mal. Ja, genau. Falls ich sterbe. Falls ich sterbe, habe ich hier eh nichts mehr zu sagen. Also bringt es eigentlich auch nicht, das zu sparen. So, jetzt ganz vorsichtig hier rein. Okay, ein Zombie und ein Skelett werden mir hier angezeigt. Ich wette, der Zombie ist wieder da hinten. Okay, hier ist nichts. Boah, okay, ich muss immer so ein bisschen... Okay, das ist so ein... Okay, hier unten, da hinten. Okay, 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 okay. Komm doch her, komm doch her. Enderman, scheiße. Ich habe nichts mit dir zu tun. We don't know us. Wir kennen uns nicht. Okay. Aber Eisen sehe ich jetzt hier nicht mehr. Obwohl, ich gehe erstmal die Kohle abbauen. Vorsichtig am Enderman vorbei. Dass er uns bloß nicht anguckt. Oder wie ihn besser gesagt, bloß nicht angucken. Damit wir hier nicht schon zu früh sterben oder überhaupt sterben. Ja. Der ist... Oh! Oh, das war knapp. Das war sauknapp. Das war sauknapp. Hätte auch 40 Leben gegen, hätten wir keine Chance. Allein schon 20 sind viel, aber... Okay. Oh mein Gott, da sind ganz schön viele. Also laut Minimap. Okay, hinter mir sagt er jetzt, ist nichts. Aber über mir soll was sein. Aber ich habe jetzt keine Fackeln mehr, obwohl ich die hier auch so platzieren kann. Aber Eisen sehe ich jetzt hier nicht, das ärgert mich. Da muss ich wahrscheinlich tiefer... Weil Eisen ja auch erst ab einer bestimmten Höhe gespawnt wird, soweit ich mich erinnern kann. Und dann gehen wir, glaube ich, mal hier irgendwie. Bauen uns einfach mal runter mit dem Gang. Strip Mining oder sowas. Also. Und dann sollten wir auch ein bisschen Eisen zusammengekratzt kriegen. Ja, weil das jetzt besser als das so zu machen. Ich glaube, es ist auch schon Nacht. Ja, es ist, glaube ich, Nacht. Dann könnte ich jetzt auch schlafen. Can only sleep at night. Ist okay. Ist okay. Dann fangen wir hier schon mal so einen kleinen Mining-Gang an. Obwohl, nee, erstmal ein paar Fackeln. Ah, ich glaube, das verklatsche ich jetzt alles mal. Jawohl! Ich sehe gerade zwei Knochen. Obwohl, wofür brauche ich das denn noch? Also Monster Hunter habe ich auf jeden Fall. Ende. Ghast, Enchanting. Ach, da könnte ich es gleich auch dafür verklatschen. Erstmal schon. Ich habe einen Bogen bekommen, sehe ich. Mein Gott, ich habe das gerade gar nicht mitgekriegt. Der Bogen ist sogar noch relativ gut erhalten dafür, dass ich es von einem Skelett habe. So, weil ich kenne die meisten Bögen sind dann so richtig abgenutzt. Ah, oh, stimmt, ist ja schon so eine neue Version. So. Das brauche ich noch im Inventar gerade. Na, no, und dann kommt da noch nicht mal das Ganze raus. So, das heißt zwei Seeds, die gehe ich noch schnell farmen, dann habe ich das hier komplett. Ein und zwei, jawohl. Da kann man sich ruhig mal... So, dann... Also kann man sich ruhig mal was gönnen. Da haben wir jetzt auch wahrscheinlich... Ah, zwei Weizen. Wir könnten jetzt ein paar Kühe locken, aber das dauert wahrscheinlich ewig. Das mache ich, wenn, dann in einer anderen Folge. ich bräuchte Strings, wie gesagt, aber dafür bräuchte ich jetzt erstmal ein bisschen... ja,
bisschen spinnen, aber die sind mir dann auch erstmal zu stark. Da will ich jetzt nichts machen. Die sollen da ruhig bleiben, wo sie sind. Höhe 81 bin ich. Ja, das ist okay. Höhe 81 ist okay. Aber natürlich muss ich noch sehr, sehr weit runter. In der normalen Minecraft-Welt ist Höhe 81 ja schon derbe hoch, aber hier, wenn ich mal mich so umgucke, bin ich einer, also liege ich sehr, sehr niedrig. Da lässt sich auf jeden Fall noch was dran machen. Also jetzt an der Höhe. Und ja, okay, gut, das haben wir auch. Akazia wurde dahin, der eine ist überflüssig, aber ich bin jetzt zu voll, den abzubauen, weil wir haben ja genügend davon. Ich sollte eigentlich auch mal die Population neu pflanzen, aber das ist mir gerade egal, weil am Ende kommt es eh nur drauf an, ob ich hier nach da laufe oder... Obwohl, komm, ich gönn's mir. Gönnen ist mein Lieblingswort oder eins meiner Lieblingswörter, weil es so einfach beschreibt. Sich was gönnen heißt ja einfach, sich was Gutes tun. Und wer sich im Leben nichts gönnt, das ist dann auch irgendwie... Ist auch irgendwie langweilig. Okay, gut, Glück gehabt. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das zerstöre. Mit meiner Aktion. Glücklicherweise ist es ganz geblieben. Ja, ich baue jetzt wahrscheinlich so ein ähnliches Haus wie ein Hexit. Das finde ich einfach nur geil, solche Häuser. Aber ich guck mal, vielleicht mache ich auch ein bisschen was anderes. Machen wir mal hier erstmal zu, so. Ah, der sollte nicht da rein, der sollte nicht da rein. So, zack, zack, zack. Haben wir es auch hier schon. Hier so. Die Decke sollte ich eigentlich aus Stein lassen, aber dann kloppe ich das hier schon mal weg. Ich bräuchte vielleicht noch etwas Sand. Schaufel habe ich dabei. Ich habe sogar schon 4 XP-Level, sehe ich gerade. Und ja, okay, da unten ist es scharf. So, zack, hier hin. Da drüben ist der Sand. Okay, vielleicht sehe ich im Wasser noch irgendwo Eisen. Okay, so natürlich nicht, aber so vielleicht. Ne, sieht nicht nach Eisen aus. Doch, da hinten ist Eisen. Doch, da hinten ist nochmal Eisen. Gut, das werden wir dann auch noch abfarmen. Ich glaube, das... Holen wir jetzt ein bisschen Sand für Glas. Und danach gehe ich da schnell hin mit... Also ohne Shader, mit ohne Shader. Und gönnen mir dann das schöne Eisen. Damit wir vielleicht... Vielleicht sogar schon Richtung Rüstung kommen, aber man weiß ja nicht. Also kann ja auch. Ich könnte jetzt auch auf mysteriöse Art und Weise sterben. Was ich hoffe, dass es nicht passiert. Oder ich hoffe, dass es nicht passiert. So, wo war das Eisen? Da. Dann machen wir mal. Hab ich. Ja, natürlich habe ich sowas dabei. So, so, so. Zack. Ja, das ist natürlich jetzt unklug, weil ich dann irgendwie anders Luft bekommen muss. Ja, weil ich. So, ja, so klappt's. So ist gut. So haben wir dann auch, glaube ich, schon 3 Eisen zusätzlich. Oder 4 sogar, 4 Eisen. Geht da vielleicht noch ein 5er? Das wäre natürlich geil. 5 Eisen? Jawohl, 5 Eisen. Das erfreut mein Herz. Und... Da bin ich jetzt auch zufrieden. 5 Eisen reicht für einen Helm oder für ein paar Schuhe und eine Schaufel oder sowas. Mal gucken, was wir daraus machen. Ich glaube, es sind sogar 6. Ja, es sind 6. Weil es eigentlich immer so ist mit dem Aufbau des Erzes. Das ist, ja, das war eigentlich schon vorhersehbar. Aber man weiß ja nie, was Minecraft einem da bietet. So, ich sehe gerade, die Uhr sagt 14 Minuten roundabout. 6 Eisen. Ich gehe noch schnell zurück und danach beende ich auch schon die zweite Folge Minecraft Hardcore Mode in einer Amplified Welt, was sich doch trotz meiner anfänglichen Vermutungen als leichter als ich dachte zu spielen scheint, zeigt, macht. Oh, ich kann jetzt noch hier, das kann ich jetzt noch schnell machen, meinen Plan ausführen. So. 8 Stone Stairs. So,
Und dann haben wir hier auch schon so einen kleinen Hof, also so einen kleinen Weg. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt beende ich mal diese Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.